Es geht heute um die Pflanzen. Sehen Sie, wie werden Sie gesehen? Wer von euch denkt denn, dass Pflanzen sehen können? Da hebt mal das Blatt, was ihr hoffentlich alle habt, in die Höhe. Und, oh, 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 fast alle denken, Pflanzen können sehen. Okay, wir werden es nachher genauer wissen, denke ich. Und ja, fangen wir einfach mal an. Zum Sehen braucht man Licht. Das ist das Bild meiner Lieblingskatze. Im Dunkeln sieht man sie aber nicht. Das heißt, man braucht etwas Licht. Und ein bisschen Licht sieht man, dass die Katze vorhanden ist, aber sieht eigentlich nicht, wie sie genau aussieht, welche Farbe sie hat. Es gibt so ein Sprichwort, nachts sind alle Katzen grau. Das heißt, man sieht keine Farben. Erst wenn ich mehr Licht habe, seht ihr, aha, das ist die Katze. Also zum Sehen brauchen wir Licht und am besten noch relativ viel Licht. Pflanzen, die brauchen das Licht jetzt nicht erst mal zum Sehen, sondern überhaupt zum Überleben. Denn eine Pflanze im Dunkeln, das geht nicht. Eine Pflanze braucht, genauso wie wir was zu essen brauchen, braucht sie Licht, denn daraus bekommt sie ihre Energie. Wenn ihr jetzt hier mal guckt, in der Natur, hier in einem Wald, kommt das Licht rein, auf einer Wiese kommt es rein oder hier, das ist ein großes Bild von einer kleinen Unterwasserpflanze. Und was ihr da deutlich sehen könnt, das sind so kleine Blubben, also kleine Bläschen. Und diese Bläschen entstehen auch bei den Pflanzen in der Natur, also auf nicht unter Wasser, auch auf einer Wiese. Was ist das? Das ist der Sauerstoff. Sauerstoff entsteht, wenn eine Pflanze Licht bekommt, und zwar setzt sie um das Kohlendioxid in Sauerstoff. Was ist das Besondere daran? Wir Menschen, wir brauchen Sauerstoff zum Atmen, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Und dieser Sauerstoff, der in der Luft ist, der kommt letzten Endes von den Pflanzen. Und wo man angefangen hat, die Pflanzen genauer zu verstehen, das ist schon einige hundert Jahre her, da hat man ein Experiment gemacht, das ich euch lieber nicht zeigen will, denn es ist nicht ganz so toll, würde man heute nicht mehr so akzeptieren. Man hat eine Maus und eine Pflanze in einen abgeschlossenen Raum gebracht. Und die Maus und die Pflanze haben wunderschön überlebt, solange Licht war. Das heißt, die Pflanze hat Sauerstoff produziert und die Maus hat diesen Sauerstoff aufgenommen und hat ihn veratmet. Also im Prinzip etwas, was auch Menschen machen können. Es ist also ein Kreislauf, der Tiere und Pflanzen miteinander verbindet. Was hat jetzt hier dieser Astronaut damit zu tun? Ihr wisst ja, man versucht in größere Entfernungen mit Space Shuttle und so weiter zu kommen. Und die Entfernungen werden immer größer und weiter. Und letzten Endes will man auch über Jahre hinweg Menschen weg von der Erde reisen lassen. Und das ist das einfache Problem. Die brauchen auch Sauerstoff. Und man hat daran gedacht, wie weit sich das verwirklichen lässt, ist nicht so ganz klar, dass man mit den Menschen auch Pflanzen in die Space Shuttle hineinnimmt. Die produzieren Sauerstoff und leben von dem CO2, was die Menschen ausstoßen. Das heißt, es ist ein Kreislauf. Also behalten wir mal, die Pflanzen brauchen Licht, um überhaupt leben zu können, um auch wachsen zu können. Jetzt das Licht, was ist das? Licht, wisst ihr, im Großen und Ganzen kommt von der Sonne. Wir können es aber auch mit
Lampen erzeugen. Und ein Geheimnis will ich euch verraten: Es gibt kein Weißlicht. Weißlicht ist letzten Endes eine Summe aus verschiedenen farbigem Licht. Und wenn man das Weißlicht durch ein Glasprisma hindurch leitet, dann kann man das in seine Einzelkomponenten auflösen. Und das wollte ich jetzt hier mit diesem Gerät mal zeigen. Vorhin hat es funktioniert, jetzt im Moment hat es mal kurz wieder nicht funktioniert. Mal sehen, ob ich das jetzt wieder in Gang bringen kann. Also das ist eine Weißlichtlampe, mit der ich dann zeigen kann, dass das Weißlicht aus verschiedenen Farben besteht. Ja, anscheinend will es jetzt mal wieder nicht. Dann lassen wir das einfach. Es ist so, das weiße Licht zerlegt in seine Komponenten sind immer diese Farben. Und das, was ihr jetzt als Weißlicht seht, ist letzten Endes zusammengesetzt aus Rot, Grün und Blau. Also wenn ich Weißlicht erzeugen will, dann muss ich rotes, grünes und blaues Licht nehmen. Alles zusammen im richtigen Verhältnis gibt uns das Weiß. Das ist im Übrigen das Prinzip, was man auch bei Farbfernsehern oder Monitoren hat, dass man Weißes erzeugt durch eine Kombination Blau, Grün, Rot. Das heißt, diese verschiedenen Rot-, Grün- und Blau-Anteile, die man hier sieht, die entstehen eigentlich dadurch, dass sie sehr klein sind und unser Auge dann als Summe ein Weißlicht sieht. Unser Auge kennt ja hier diese verschiedenen Farben, Blau, Grün, Gelb, Rot, und es ist am empfindlichsten im grünen Bereich. Das heißt, hier ist die Empfindlichkeit aufgetragen gegen die verschiedenen Farben. Und die Farben sind letzten Endes definiert durch eine Wellenlänge. Das Licht ist ja eine Welle auch. Und der Abstand zwischen den Gipfeln oder der Abstand zwischen Tälern wird ausgedrückt in Nanometer. Und Nanometer ist eine unvorstellbar kleine Zahl. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Wenn ihr euch vorstellt, die Entfernung von Süddeutschland, Garmisch-Partenkirchen bis nach Flensburg, so ungefähr 1000 Kilometer, da wäre ein Nanometer ein Millimeter. Also ganz, ganz wenig. Und diese Schwingungen, die man da hat, erzeugen, je nachdem, wie weit diese Berge und Täler voneinander entfernt sind, eben diese unterschiedlichen Farben in unserem Auge. Jetzt, wie sehen Pflanzen? Hier im Hintergrund habt ihr nochmal das Bild von den Augen, aus dem menschlichen Auge. Pflanzen sehen im Prinzip anders als das menschliche Auge, besonders schlecht im Grün, dafür gut im Roten und im Blauen. Und sogar auch ein bisschen im Ultravioletten, weil unser Auge gar nichts sieht, und im Infraroten. Also Pflanzen sehen zumindest von dem Farbbereich ähnlich, nur in einer anderen Verteilung, besonders schlecht halt da, wo unser Auge von Menschen besonders gut ist. Wenn ihr jetzt mal euer Blatt genauer betrachtet. Ihr seht ja die Farbe Grün. Ja? Und zwar seht ihr die Farbe Grün, wenn ihr drauf guckt oder wenn ihr mal das gegen die Lampen oben haltet, da kommt auch grünes Licht durch. Warum ist das grün? Das ist zum einen natürlich dadurch, dass eure Augen besonders gut im Grün sind. Zum anderen, dass diese Lichtteile hier im Blauen und im Roten von dem Blatt aufgenommen werden. Und das, was übrig bleibt, ist eben das Grün. Und insofern sieht ein Blatt immer grün aus, egal ob man es jetzt hier von oben mit Licht bestrahlt oder ob man es durch das Blatt hindurch guckt.
Jetzt haben Pflanzen die Eigenschaft, einmal sie brauchen das Licht, zum anderen wachsen sie auch zum Licht hin. Nicht alle Pflanzen und nicht in allen Altersstadien tun das, aber es gibt ein Experiment, mit dem das gezeigt wird, mit einer ganz einfachen Kerze, und zeigt, dass ein kleiner Keimling, der vielleicht 5-10 Tage alt ist, sich hin zum Licht wendet. Das heißt, er krümmt sich in die Richtung, wo das Licht herkommt. Wenn man die Spitze von dem kleinen Keimling abdeckt mit einfachem kleinen Alu-Teil, dann wächst er gerade. Das heißt, er krümmt er sich nicht mehr. Das bedeutet, das Teil, was empfindlich ist, also entsprechend dem menschlichen Auge, sitzt in der Spitze von dem Keimling. Das heißt, wenn man das Auge zumacht, ist die Pflanze im Prinzip blind. Ein anderes Experiment, wenn man den unteren Teil hier mit so einer Pappe einfach vom Licht ausschließt, krümmt es sich wieder, also das zeigt ganz klar, die Empfindlichkeit der Pflanze ist in der Spitze, also nicht über die gesamte Pflanze, sondern nur in der Spitze. Man hat das dann genauer untersucht, welche Farben da eine Rolle spielen, und wie ihr seht, nur das blaue Licht ist das Licht, was die Pflanze zu einer Krümmung veranlasst. Also nicht rot, nicht gelb und nicht grün, sondern nur ein blaues Licht. Hier ist gezeigt, wie sich eine Pflanze nach mehreren Stunden mit der Blüte hin zum Licht wendet. Also das ist jetzt nicht eine schnelle Aufnahme, sondern das ist hier einmal vielleicht in der ersten Stunde, zweite Stunde, dritte Stunde, vierte, fünfte Stunde. Also es dauert eine Zeit, bis eine Pflanze sich hin zum Licht bewegt, aber genau immer da, wo das Licht herkommt, bewegt sie sich. Also das ist jetzt ein Foto, was man aus mehreren zusammengestellt hat. Wenn ihr mal draußen Sonnenblumenfelder euch anguckt, also Sonnenblumen kennt ihr ja wahrscheinlich, gibt es in größeren Mengen, werden auch in den letzten Jahren vermehrt angeboten und angebaut, dann haben die ihre Blüten immer in eine Richtung. Das heißt, das ist eigentlich komisch, ne? Wieso sollte ein Bauer die Pflanzen immer so ausrichten, dass die Blüten immer in eine Richtung gehen? Der Trick dahinter ist der, dass diese Blüte zumindest in einem jugendlichen Stadium mit dem Sonnenstand sich dreht, und sobald sie dann älter wird, also dann auch eine bestimmte Größe und Gewicht erreicht, kann sie sich nicht mehr drehen. Das heißt, sie bleibt dann stehen, aber letzten Endes ist es wie bei einem Orchester, die einzelnen Blüten haben alle eine Richtung, das heißt, die spielen in Anführungszeichen alle schön zusammen. Guckt es euch mal an, es ist bei diesen Sonnenblumenfeldern immer so, dass die einmal alle in eine Richtung gucken. Ein anderes Phänomen, was auch mit dem Licht zusammenhängt, ist das der Tageslänge. Es gibt Pflanzen, die sind Kurztagspflanzen, das heißt, die blühen erst dann, wenn die Pflanzen relativ kurze Zeit Tageslicht bekommen. Und zu denen gehört zum Beispiel der Weihnachtsstern. Den kennt ihr wahrscheinlich alle zu Weihnachten. In der Adventszeit hat man den viel in den Geschäften. Wenn man den normal bei uns anpflanzen würde, macht man in großen Gewächshäusern, dann würde der zum Februar blühen. Das wäre nicht so lustig, denn im Februar kauft keiner Weihnachtssterne. Also, man wendet da einen Trick an, denn die Blüte vom Weihnachtsstern, die braucht ungefähr so 2 Monate. Und 2 Monate vor dem Termin, wo man die Blüte braucht, nämlich zur Adventszeit, 2 Monate vorher wäre dann also im September,
da wird der Tag kürzer gemacht, als er eigentlich ist. Im September sind bei uns die Tageslängen noch relativ lang. Und was die Gärtner machen, sie verkürzen den Tag. Am Ende des Tages wird er einfach ein, zwei Stunden kürzer gemacht. Und das bedeutet, zu dem Zeitpunkt Ende September beginnt die Blütenausbildung und man hat dann wirklich eine volle Blüte zur Adventszeit, wenn die Pflanzen eben auch gebraucht werden. Das heißt, das ist eine Reaktion auf Licht und man hat herausgefunden, dass speziell das Rotlicht, was da eine Rolle spielt, also man braucht einen bestimmten Rotlichtanteil für eine bestimmte Zeit und dann blühen die Kurztagspflanzen, wie eben zum Beispiel der Weihnachtsstern. Wie der Name sagt, Kurztag, gibt es auch Langtagpflanzen. Langtagpflanzen blühen eben erst dann, wenn der Tag eine bestimmte Länge hat. Also die Pflanzen reagieren auf Licht, sie brauchen das Licht. Pflanzen können unterscheiden zwischen roten und blauen und zum Teil auch grünen Licht. Sie können Länge des Lichtes genau herausfinden, sie können die Richtung herausfinden, aber was sie nicht können, sind zum Beispiel Bilder sehen. Also so wie ich euch jetzt hier sehe, kann eine Pflanze euch nicht sehen. Also die Frage letzten Endes, können Pflanzen sehen, muss man mit einem Jein beantworten. Das heißt, auf der einen Seite haben sie eben ein Lichtempfinden, aber eben können keine Bilder sehen. Jetzt, wie werden Pflanzen gesehen? Größter Teil von einer Pflanze, die wir sehen können, das sind die Blätter. Also hier ist so ein Bild mal zusammengestellt. Ein Baum im Herbst, einen Baum im Frühjahr, Sommer mit vielen, vielen Blättern. Das, was man beim Baum sieht, das sind letzten Endes die Blätter, die eine große Oberfläche haben, wo eben auch dann dieser Photosyntheseprozess stattfindet. Und wenn man jetzt einen Baum oder eine Pflanze generell betrachtet, sieht man im Wesentlichen, das habe ich euch ja vorhin schon gesagt, das Grüne. Warum ist es grün? Weil das Licht, was eingestrahlt wird, besonders das Blaue und das Rote, wird absorbiert. Es wird in dem Blatt festgehalten und nur der Grünanteil wird reflektiert, also abgestrahlt oder durch das Blatt durchgelassen. Man kann aus den Farben, wie ihr seht, das ist ein Bild von Kanada, die Farbstoffe feststellen. Bei uns, die meisten Pflanzen sind grün und das großen Teil des Jahres über, aber im Herbst kommt es eben zu diesen Verfärbungen. Wie kommt es? Es ist im Wesentlichen dadurch, dass der grüne Farbstoff abgebaut wird oder auch gelbe und rote gebildet werden. Besonders schön ist das im Indian Summer in Kanada oder USA im Norden, Nordosten, kann man die verschiedenen Farben sehen. Man kann also aus dem Licht, was da rauskommt, auf die Farbstoffzusammensetzung schließen. Man kann die Bilder aus kurzen Entfernungen sich angucken, das heißt, also wenige Meter sieht man einzelne Blätter noch. Aus größerer Entfernung, 50 bis 100 Meter oder ein bisschen mehr noch, kann man ganze Pflanzen, ganze Bäume sehen. Was ist denn das hier? Weiß es jemand? Ja? Sag das mal kurz. Ja. Karlsruhe, genau. Ich denke, das haben sehr viele erkannt anhand dieser Straßenstruktur. Und hier seht ihr auch sehr viele grüne Flächen, Schlosspark und unser Gebäude, das ist irgendwo hier. Also Audimax ist auch mit drin. Aus größerer Entfernung wäre in dem Fall von einem Flugzeug, kann man solche Bilder machen, sieht da auch eben die Pflanzen,
die eben letzten Endes dadurch charakterisiert sind, dass sie sehr viele Blätter haben. Letzten Endes sind es lauter Blätter, die wir da sehen. Wenn man jetzt aus größeren Entfernungen das macht, also von einem Satelliten, was ist das wohl? Ja, irgendwo mal hier auf der Seite. Die Erde? Nee, nicht ganz. Deutschland! Deutschland. Gut. Also, das ist ein Bild von einem Satelliten, aufgenommen aus größerer Entfernung, dass man ganz Deutschland sehen kann. Wobei es ist nicht so, dass jetzt hier zum Beispiel, wo Frankreich ist, da nichts zu sehen ist, aber man hat es einfach schwarz gemacht, damit man sicher ist, damit kein anderes Land da Probleme hat damit. Das ist von der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, also das, was in USA die NASA ist, ist das bei uns die DLR. Und was ist das jetzt? Welt? Ja, die Welt oder die Erde, je nachdem, wie ihr es wollt. Hier haben wir Südamerika, Afrika. Das ist jetzt eine Karte der Pflanzenverteilung, der Vegetationsverteilung. Und da sieht man jetzt nicht etwa hier das Grün, weil das viel Blätter hat, sondern man hat hier Falschfarben. Damit es dem Auge besser sichtbar wird, hat man das einfach in Farben umgemünzt. Wenige Pflanzen ist so Blautöne, viele Pflanzen rot. Also man sieht zum Beispiel hier, an den Küsten gibt es relativ viele Pflanzen. Es gibt ja viele Wasserpflanzen auch. In den Ozeanen, da ist eher wenig vorhanden. Und natürlich hier, was ist das? Das ist Regenwald, Südamerika oder auch hier Afrika. Wo wir sind, irgendwo da oben, da ist so mittlere Pflanzenverteilung. So ein Bild kann man auch nur mit einem Satelliten machen und man braucht dazu nicht nur einmal um die Erde fliegen, sondern das sind viele Monate, die das braucht, denn nicht immer ist die Erde ohne Wolken, also man muss durch die Wolken durchgucken können und das braucht auch eben seine Zeit. Das ist jetzt ein Bild von einem Satelliten der NASA, die das also zur Verteilung der Pflanzen dargestellt haben. Was kann man mit solchen Aufnahmen machen? Man kann Umweltschäden analysieren. Das macht sich natürlich besonders dann ganz gut, wenn man dann verschiedene Jahre untersucht. Hier zum Beispiel, das ist im Amazonasbecken, im Regenwald, ein Bild von Jahr 2000 und 2009, was ihr seht, das wird hier immer heller. Das sind Waldrodungen, der Regenwald wird dort zerstört, letzten Endes besiedelt oder auch in Agrarflächen umgewandelt und das ist sehr verstärkt zwischen 2000 und 2009. Hier ist es eher eine Momentaufnahme, was ist das wohl für ein Land, mal wieder hier rüber. Italien. Italien, sehr gut. Ne? Also das ist Korsika und das ist der berühmte Stiefel von Italien. Und da sieht man hier an der Seite, gibt es in dem Jahr Algenteppiche, die natürlich nicht so toll sind, auch zum Baden nicht angenehm. Also das kann man dann von einem Satelliten sehen. Oder auch, wenn man hier rüber geht, das ist ein Agrarlandschaft mit verschiedenen Feldern, kann man sehen, wie viel Ernte ist vorhanden, wie reif sind die Pflanzen, sind sie gut in der Qualität. Also das ist eine Sache, die auch wirtschaftlich von Interesse ist in der Landwirtschaft. Was ich bisher jetzt dazu gesagt habe, ist im Wesentlichen die Reflexion, die wir sehen. Und jetzt kommen wir zu einem Signal, was bei uns am Institut besonders stark untersucht wird. Und zwar ist es ein Signal, was man Fluoreszenz nennt. Es geht aus von einem Kristall,
das Calciumfluorid, da wurde der Name entdeckt oder Name erfunden. Wenn man mit UV auf dieses Kristall drauf geht, dann wird dieses UV absorbiert, ein Teil der Energie geht verloren und ein gewisser Teil geht als Leuchten, als Fluoreszenzlicht nach draußen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Kristall uns mal angucken, das ist also ein Calciumfluorid, hier mit Weißlicht beleuchtet. Das seht ihr ja auch mit der Kamera. Und wenn wir jetzt umschalten auf UV, dann seht ihr das Leuchten dieses Calciumfluorid. Also das ist die Fluoreszenz, die nur eben bei den Kristallen auftritt, wo das Calciumfluorid drin ist. In dem Stein gibt es auch noch ein paar andere. Ja, wenn man jetzt das vom Kristall rübergeht auf die Blätter, sieht das so aus, wenn man Licht einstrahlt, man kann da UV nehmen oder auch Blaulicht, dann wird ein Teil des Lichtes umgesetzt in Fluoreszenz. Und zwar das Chlorophyll, der grüne Farbstoff von Blättern, ist ein Stoff, der Fluoreszenz macht. Also es gibt nicht jeder Stoff macht Fluoreszenz, es gibt eine bestimmte Menge an Stoffen, die diese Fluoreszenz machen. Und wenn wir jetzt mal einen Extrakt uns angucken, den haben wir hergestellt einfach aus Blättern. Und wenn man uns mal das hier anguckt, mit Weißlicht, das ist also ein grüner Extrakt. Und wenn man den jetzt umschaltet auf UV, was passiert? Wir sehen die rote Fluoreszenz. Also Stefanie hat da nicht gemogelt, das ist unberührt. Man sieht diese rote Farbe, also es ist der gleiche Chlorophyllextrakt wie vorher auch. Das heißt, das Chlorophyll ist in der Lage, einen Teil der Energie eben als dieses Fluoreszenzlicht umzusetzen. Wenn man jetzt das weiter sich betrachtet und speziell bei Pflanzen, ist es so, das ist jetzt hier ein Querschnitt, ein mikroskopischer Querschnitt von der Pflanze. Wenn Licht eingestrahlt wird, habt ihr gesehen, ein Teil geht in die Reflexion, wesentlich Grünlicht, Teil geht durch das Blatt und das, was in der Pflanze bleibt, das also absorbiert wird, kann als Fluoreszenz weggehen, aber eben auch als Photosynthese genutzt werden. Also ist letzten Endes ein Eintrag von Energie, die in Photosynthese umgesetzt wird und Teil geht auch als Wärme verloren. Da jetzt, wenn man das Licht hier einstrahlt, die Energie immer die gleiche ist, gibt es eine Verteilung zwischen Chlorophyllfluoreszenz und Photosynthese, die voneinander abhängt. Das heißt, wenn die Photosynthese hoch ist, was eigentlich positiv ist, dann ist die Chlorophyllfluoreszenz niedrig. Oder andersrum, wenn die Photosynthese niedrig ist, dann wird die Chlorophyllfluoreszenz hoch. In einem einfachen Diagramm zeige ich euch jetzt das, was ihr nachher mit bloßem Auge oder mit Hilfe der Kamera, sagen wir lieber, sehen werdet. Wir haben hier die Zeit und im Dunkeln ist keine Photosynthese natürlich und auch keine Fluoreszenz. Und sobald ich das Licht einschalte, braucht die Pflanze so 1, 2, 3 Minuten, bis die Photosynthese ansteigt. Und in der Zeit, wo das Licht voll an ist, muss die Energie in die Chlorophyllfluoreszenz übergehen. Das heißt, bei niedriger Photosynthese habe ich eine hohe Chlorophyllfluoreszenz und die sinkt dann ab. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Photosynthese abläuft. Wir haben das ein bisschen schon vorher mal abfotografiert. Erkläre euch, was ihr jetzt nachher mit der Kamera auch sehen werdet.
Wir haben hier ein Ahornblatt. Sehr viele von euch haben ja auch ein Ahornblatt in der Hand. Und wir haben jetzt hier einfach ein paar Papierblätter, die man so im Bastelladen kaufen kann. Hier über das Blatt ist so ein schwarzes Tuch drüber gedeckt. Das spielt eine Rolle nachher, werdet ihr gleich sehen. Wenn ich jetzt Fluoreszenz mir angucke, dann sehe ich ganz klar die Fluoreszenz von dem Ahornblatt. Warum sehe ich hier keine? Von Papierblättern? Ganz einfach, da ist kein Chlorophyll. Und nur Chlorophyll macht die Fluoreszenz. Also hier seht ihr die Fluoreszenz. In dem unbelichteten Teil, wo also so ein schwarzes Tuch drüber gedeckt ist, sieht man natürlich keine Fluoreszenz, weil ja da auch kein Licht dran kommt. Wenn ich jetzt diese Abdeckung wegnehme, dann habe ich dieses Bild. Das heißt, hier wird die Fluoreszenz sehr viel höher. Warum? Weil da die Photosynthese anfängt langsam zu arbeiten und in der Zeit habe ich hier eine hohe Chlorophyllfluoreszenz und hier im Fall der äußeren vorher belichteten Bereiche ist die Photosynthese schon ziemlich hoch, das heißt die Fluoreszenz dann relativ schwach. So, und das wollen wir uns jetzt mal im Experiment angucken. Dazu sollte man einfach mal noch das Licht ausschalten. So, also wir haben jetzt hier ein Blatt, was jetzt noch mit Weißlicht belichtet wird. Können wir das irgendwie auf... Ja, das ist jetzt das Kunststoffblatt, also das, was keine Fluoreszenz zeigen soll. Wenn wir jetzt mal auf das andere rübergehen, dann haben wir das lebende Blatt. Ja, so, okay. Gut. Jetzt sehen wir eigentlich nur das Grüne. Und um jetzt die Fluoreszenz zu sehen, schalten wir um auf Blaulicht. Und mit dem Blaulicht sehen wir es erstmal blau. Und um jetzt die Fluoreszenz zu sehen, müssen wir einen roten Filter vors Auge halten. Und das Auge, mit dem wir jetzt arbeiten, ist die Kamera. Das heißt, da wird jetzt ein roter Filter davor gemacht. Und ihr seht, das ist jetzt die Fluoreszenz, die wir von dem Blatt bekommen. Und ihr seht auch den schwarzen Streifen, der auf dem Blatt drauf ist. Ja, jetzt sieht man es recht gut, aber das ist okay so. Es ist halt ein schwaches Bild. Warum man den Filter braucht, das ist ganz einfach deswegen, weil dieses blaue Licht sonst zu stark ist und dieser Rotfilter blendet das blaue Licht aus. So, und jetzt wird die Stefanie das schwarze Tuch da wegnehmen und ihr werdet sehen, da haben wir eine ganz helle Fluoreszenz, da ist die Photosynthese ganz schwach und mit der Zeit sinkt die Fluoreszenz ab, das heißt, die Photosynthese steigt an und ihr habt dann irgendwann mal den Zustand wie in dem anderen Bereich, der die ganze Zeit beleuchtet war. Das heißt, das ist also ein Nachweis, dass dieses Blatt Photosynthese macht. Es zeigt erstmal Chlorophyllfluoreszenz, aber diese Chlorophyllfluoreszenz ist eben auch variabel. Das heißt, sie lässt sich verändern durch dieses schwarze Abdeckung. So, wir haben jetzt noch einen anderen Versuch, der im Prinzip auch so etwas Ähnliches zeigt. Und zwar, wenn ich jetzt ein Blatt nehme, was Eis auf der Oberfläche hat. Also Stefanie hat heute Morgen aus unserem Gefrierschrank ein paar Eiswürfel mitgebracht. Was passiert denn da, wenn ich ein Blatt mit einem Eiswürfel versehe? Hat jemand eine Ahnung, was dann passiert? Ja, ja.
Das Eis schmilzt, ja, wenn man lange genug wartet. Und was passiert mit dem Blatt? Ja? Das Blatt kühlt ab, kühlt ja, ab. Genau. Und wenn es abkühlt, was kann man da sagen? Dann muss die Photosynthese runtergehen. Ja? Das heißt, Photosynthese ist ja ein Prozess, der letzten Endes zeigt die Arbeit der Pflanze. Und wenn die Pflanze abgekühlt wird auf niedrige Bereiche, dann geht auch die Photosynthese runter. Jetzt, was passiert, wenn ich jetzt diese Eisteile auf das Blatt drauf tue und mir die Fluoreszenz angucke? Was würdet ihr vermuten? Jetzt gehen wir vielleicht mal auf die andere Seite. Fluoreszenz steigt. Ja, genau. Ja, also die Fluoreszenz sollte hoch sein, weil wir dort die Photosynthese runtergefahren haben durch die Abkühlung. Also wir haben das halt schon mal vorher gemacht. So sieht es aus, wenn man das mit einer Kamera, also mit einer ganz normalen Digitalkamera, sich anschaut. Und jetzt haben wir aber hier das Glück, dass wir ihn da haben. Und jetzt schauen wir das Ganze mal als Experiment an. Die Stefanie hat jetzt das Blatt mit dem Eiswürfel. Jetzt gucken wir uns erst nochmal die Fluoreszenz an, also das jetzt bei Weißlichtbelichtung, und wir müssen jetzt den Rotfilter vor die Kamera machen. Jetzt sieht man, haben wir auf Blau umgeschaltet. Jetzt sieht man erstmal nichts und jetzt haben wir die Fluoreszenz. Okay, man kann es, glaube ich, schon fast ahnen, hinter dem Eiswürfel, und den machen wir jetzt mal gerade weg. Und dann seht ihr, aha, die Fluoreszenz ist sehr hoch und das bedeutet, die Photosynthese ist niedrig. Und wir haben also den Nachweis, dass speziell an dem Punkt, wo das Eis hier gekühlt hat, die Photosynthese praktisch runtergefahren wird. Also das ist ein einfaches Experiment, mit dem wir erstmal nachweisen können, dass Chlorophyll da ist, und zum anderen, dass Photosynthese aktiv oder nicht aktiv ist. Ein Bild, was ein bisschen noch Zukunftsmusik ist, aber was durchaus schon in der Entwicklung ist, will ich euch noch zeigen. Fluoreszenz in der Präzisionslandwirtschaft. Was ist Präzisionslandwirtschaft? Präzisionslandwirtschaft ist Landwirtschaft, wo man eben nicht alles gleichmäßig behandelt, sondern präzise, wenn es sein muss, jede Pflanze einzeln. Und da gibt es ein System von einer deutschen Firma, die letzten Endes Mitarbeiter der DLR, also der deutschen NASA, kann man sagen, übernommen hat. Die haben vor einem Traktor solche Beleuchtungsquellen und Sensoren angebracht, mit denen man Fluoreszenz misst. Und der Trick ist der, dass vorne praktisch analysiert wird, sind die Pflanzen in Ordnung, geht es ihnen gut, und wenn dem nicht so ist, dann kann man an den Stellen, wo es eben gebraucht wird, hinter dem Traktor Düngemittel ausbringen, um eben eine Pflanze besser am Leben zu erhalten. Das heißt, das ist hier vorne die Fluoreszenzmessung und da hinten die Dosierung von Dünger. Vorteil ist natürlich der, dass man weniger Dünger einsetzt. Man kann das auch für Unkrautbekämpfungsmittel verwenden. Also möglichst wenig Chemie, aber eben dann dort, wo sie gebraucht wird. Ja, fassen wir nochmal zusammen, was wir heute gehört haben. Wie Pflanzen sehen, ihr habt es ja auch selber mitbekommen, richtig sehen, in dem Sinne Bilder oder Filme oder sowas können Pflanzen nicht, aber sie brauchen das Licht,
um überhaupt zu wachsen im Prozess der Photosynthese. Sie reagieren auf Lichtfarben, Blaulicht, Rotlicht. Sie können sehen, woher ein Licht kommt, krümmen sich also zum Licht. Sie können Tageslängen messen. Also es gibt viele Faktoren, mit denen Pflanzen sehen, in Anführungszeichen, können. Wie weit man das dann wirklich als Sehen bezeichnet oder nicht, das ist eine andere Sache. Wie Pflanzen gesehen werden, das ist im Wesentlichen, was man heute eben aus größeren Entfernungen auch macht, die Reflexion, die uns Farbstoffe wiedergibt. Wie ändert sich die Zusammensetzung von Farbstoffen? Das kann zum Teil eben auch wirtschaftliche Bedeutung haben. Dann die Chlorophyllfluoreszenz ist eben eine Methode, um gleichzeitig auch noch Photosyntheseaktivität, also wirkliche Funktion und Lebensprozess in der Pflanze darzustellen. Und das Ganze kann man nutzen, um eben Ausbreitung, Gesundheit, Qualität von Pflanzen zu untersuchen. Damit wäre ich am Ende und vielleicht noch ein Dank an verschiedene Einrichtungen, die mitgeholfen haben, hier die Vorlesung mit zu gestalten. Und hier unten habe ich auch noch zwei Forschungsprojekte, an denen ich beteiligt bin mit einigen Mitarbeitern. Und diese Lampe, die wir hier auch für die Fluoreszenzdemonstration zeigen, ist von meinem Freund in Budapest gebaut worden. Mit dem kann man eben wirklich Fluoreszenz, Photosynthese untersuchen und detektieren. Schön, dass ihr da wart, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mit nach Hause genommen und auch mal was über Pflanzen gehört, jetzt nicht nur im negativen, sondern auch im positiven Sinne. Dankeschön und tschüss.